Defensive zur zweiten Partie am dritten Spieltag in Gruppe 2. Rasenballsport Leipzig gegen den Hamburger Sportverein. Gepfiffen wie eben im Stadion TV gesehen. Rad von Eugen Fritz vom FC Preußen SV Kamp. So, Ball quergelegt und da sind wir auch schon mittendrin in der Partie. Max Winter hat keine große Lust auf Abtasten, auf Vorgeplänkel und sorgt sofort für den ersten Treffer. Für den Abzinger. Leipziger die Möglichkeit mit einem Sieg gleichzuziehen mit den Hamburgern. Denn der HSV gewann beide Spiele souverän gegen Arminia Bielefeld mit 3 zu 1, gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Die Leipziger verloren die erste Partie gegen Stuttgart mit 1 zu 4 und gewannen dann gegen Arminia Bielefeld mit 3 zu 1. Nächster Angriff für die Leipziger, diesmal mal gut geklärt. Abschlussversuch, der passt ja ganz genau. Marvin Arthofer mit dem 2 zu 0 für Leipzig. Die Leipziger wieder mit einer ganz starken Truppe angereist hier. Oliver Bias, Nationalspieler der U16, Jakob Muna, Nationalspieler der U16, beide mit dabei. Und ja, haben sich gestern auf jeden Fall gezeigt hier, dass mit ihnen zu rechnen ist. Beide Teams in ihrer jeweiligen Regionalliga aktiv. Das ist so, ja, das höchstmögliche der Gefühle für U16-Mannschaften. Und ja, beide Teams kurioserweise Tabellenvierter. Beide mit jeweils 28 Punkten. Allerdings haben die Leipziger ein Spiel mehr als die Hamburger gemacht. Aber grundsätzlich können wir hier schon über Augenhöhe sprechen. Auch wenn sich das in Halle natürlich noch mal etwas anders gestaltet. Hamburger letzte Woche erfolgreich gewesen beim U17-Turnier in Flensburg, haben da als einzige U16-Mannschaft teilgenommen und das Turnier gewonnen. Reiner Digo, der auch heute dabei ist, der Spieler mit der Nummer 11 beim HSV, jetzt gerade im Duell über Jan Eirich, wurde da zum ersten Spieler des Turniers gewählt und legt jetzt auf. Für den Torschützen Faride Alidou. Alidou, der zweiterfolgreichste Torschütze der Hamburger im Ligabetrieb mit 6 Treffern. Bester Torschütze ist der eben erwähnte Reinhard Digo mit 8 Treffern. Und das ist der nächste Treffer für den HSV zum 2-2 innerhalb von wenigen Sekunden das Ding gedreht. Wieder.
Why not Vigo? Der Torschütze. Also sollte man darauf achten, auf das Du. Aldigo und Aldidu. Der A und A-Sturm der Mannschaft. Der U16 des HSV. Frecher Versuch. Ja, war dann doch knapp dann. Die Befehl von Jona Fabisch. Gut zu erkennen. Und die Leroy Sané Gedenkfrisur. Nächster Schussversuch der Hamburger, die jetzt wach geworden sind. Die so 3 Minuten gebraucht haben, um ins Spiel wirklich reinzukommen. Und das haben die jetzt geschafft. Nächste Chance für Leipzig, die wieder auf 3-2 stellen. Max Winter trifft für Rasenballsport. Die mit einem ganz interessanten Trainer angereist sind. Alosha Spielewski. Er musste in jungen Jahren seiner Karriere beenden. 3 Bandscheibenvorfälle. Nahm noch für Weißrussland an der U17 EM teil. Kam als Jugendtrainer dann vom VfB Stuttgart. Das war nicht die einzige Personalie, die von Stuttgart nach Leipzig wechselte zu dieser Zeit. Das hat gewissermaßen hohe Wellen geschlagen. War man in Stuttgart nicht so gut drüber. Auch Ralf Rangnick ja ursprünglich aus der schwäbischen Region bekannt. Natürlich eh die Diskussion über Leipzig kontrovers. Gibt es ganz verschiedene Ansätze. Grundsätzlich halte ich es erstmal für eine gute Nachricht, dass in der Region wieder erfolgreich Fußball gespielt wird und es auch für Talente von dort die Möglichkeit gibt, sich nahe der Heimat optimal ausbilden zu lassen. Eigentlich der Aufwand in Leipzig im Jugendbereich ist unfassbar hoch. Die Ergebnisse sprechen für sich. Trotzdem gibt es immer wieder Kritik. Unlängst Jens Keller, Trainer von Union Berlin, der sich ein Testspiel anschaute zwischen der U23 und der U19 von Leipzig und das ganz scharf kritisiert hatte. Wie gesagt, es war schlimm zu sehen, wenn es nur noch die Balleroberung gibt. Das Spiel hätte eher was von Tennis, weil die Bälle nur noch hin und her flogen. Natürlich ist es Teil des Konzeptes in Leipzig, lange Bälle dem Gegner in die Füße zu schlagen, dann sofort Druck entwickeln und pressen zu können. Andererseits gibt es auch immer wieder gute Ergebnisse und tolle Spiele der Leipziger. Wir gehen auf 3-3. Das Spiel macht richtig Spaß hier zwischen Leipzig und Hamburg. Torschütze war Justin Jäger. Langer Ball jetzt wieder gespielt. Kein Unentschieden in der kompletten Gruppenphase. Und noch hier haben wir noch 5,5 Minuten zu gehen. Ja, noch weit weg von irgendwelchen Prognosen. Der war so hoch angesetzt von Brooklyn EC.
Also ich muss versuchen, hier durchgesetzt. Reinhard Vigo. Zuletzt bei den Hamburgern. Angesagt von Pit Reimers, der Trainer der Hamburger. Seit dieser Saison zuständig für die U16. Allerdings schon seit 2007 beim Hamburger SV. Entscheidung hier wieder für die Norddeutschen. Großes Versuch, aber Jan Eirik ist zur Stelle. Sofort das Umschaltverhalten, der lange Ball. Kein Foul hier rüber geluft. Der Ball war nicht im Tor scheinbar. Publikum sah es anders. Ja, gefühlt, ach, natürlich super schwer zu sehen, auch von hier. War der Ball unter der Latte und dann im Tor. Aber hier zu erkennen. Ja, ein wunderschönes 4-3 gewesen für Leipzig. Das ist Oliver Bias. Bei der ersten Aktion Freistoß für sich gehabt. Klasse rübergelegt, jetzt die große Chance. Oh, und ganz überlegt gemacht, würde ich sagen, aber Arian Kota Bakshian scheitert da. Etwas zu genau gezielt, knapp links vorbei, hier ist der Eckball. Leipzig versucht immer wieder dieses Tempo, diese Dynamik auszuspielen, wenn sie die Bälle über den Torwart gewinnen. Dann geht es ganz schnell nach vorne. Der Freistoß für die Hamburger. 2 Minuten vor dem Ende, lange kein Tor mehr gefallen in dieser Partie. Es wird langsam Zeit. Also gespielt. Nochmal der Schussversuch, aber er ging ganz weit daneben. Ride Alidu kommt jetzt nochmal die Möglichkeit und setzt ihn wieder zu ran. Da regt er sich auf und er weiß, das kann nicht besser. Das hat er auch schon gezeigt. Große Möglichkeit, die 60 Sekunden vor Ende auf 4-3 zu stellen. Wir gehen in die letzte Spielminute 3-3. Wird das erste Unentschieden des Fury Cups 2017? Man mag es noch nicht so richtig glauben. Weiter Ball, zurückgelegt, nochmal. Diese Ballbehandlung hier wieder von Alidu. Immer noch am Ball, Alidu. Jetzt geklärt. Ballbesitz Hamburg. Abstoß, Ball war am Seiten aus.
Fall 26 Sekunden auf der Uhr. Die Press früh drauf. Damit unkontrollierten Schlag. Also Hamburg stellt damit auf 7 Punkte. Wenn es aber bleibt. 16 Sekunden. Leipzig. Leipzig wäre dann bei 4. Das könnte für Platz 1 und für Platz 2 jeweils reichen. Hamburg würde dann Gruppenerster sein, Leipzig. Sie können die zweite Position setzen. Jetzt aber nochmal die große Chance für Hamburg. 7 Sekunden vor dem Ende. Klasse rübergelegt. Die Co-Produktion mit dem Last-Minute-Treffer zum 4-3. Adigo und Alidu. Die Jungs machen richtig Spaß und Laune. Es sind noch 4 Sekunden. Das ist technisch, das ist Bernd stark von den beiden. Abschlussversuch nochmal. 1 Sekunde, Schluss. Hamburg gewinnt. Nahezu last second mit 4-3 gegen Rasenball Leipzig. Und geht mit 9 Punkten.